Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge New World. Wenn ihr diese Folge seht, dann ist die Beta schon beendet, denn sie ging bis zum 2.8. Also ich glaube, ihr seht das Video am Dienstag, das heißt bis gestern. Falls ihr euch jetzt wundert, warum diesmal ohne Facecam, diese und die letzte Folge dieser Closed Beta werde ich ohne Facecam aufnehmen. Weil jetzt einfach gerade das Licht schon mega mies ist, denn wir haben es jetzt gerade schon 9:30 und um die Zeit bekomme ich einfach die Cam nicht mehr gescheit ausgeleuchtet und der Hintergrund, der ist nicht schön, um den Filter rauszulassen. So, aber da soll er dem Ganzen keinen Abbruch tun. Es geht ja hier auch nicht um mich, es geht um das Spiel. Röms. Das heißt, wir werden jetzt hier mal gucken, wie es weitergeht. Mit Miklos Doughty müssen wir reden. Und da hinten haben wir noch eine andere Quest. Gerüchte über einen Einsiedler. Sehe ich da auch noch. Boah, guck mal hier, wie krass manche einfach schon aussehen. Auch wenn die Rüstung überhaupt nicht zu den Haaren passt farblich, aber da war schon jemand sehr fleißig. Sehr, sehr cool. Ja, da bist du ja. Wir sollten uns an die Arbeit machen. Windkreis verteidigt sich nicht von allein, weißt du? Und wir beide werden ein tolles Team abgeben. Okay. Ich habe beschlossen, Rohstoffe, Vorräte und was wir noch so brauchen könnten, zu horten. Wenn die Verderbnis kommt, sind wir gut auf sie vorbereitet. Das ist ein guter Plan. Womit fangen wir an? Das ist die richtige Einstellung. Beginnen wir mit Rohmaterialien. Holz, Stein und Rohleder. Besorge so viel wie möglich und dann veredle sie in unseren Werkstätten. Das ist gute, ehrliche Arbeit. Ich wünschte, ich könnte dich begleiten. Ah, da kriegen wir dann irgendeine Truhe mit irgendwas. Ja, theoretisch. So, das jetzt alles vorzulesen. Wo ist er denn hier? Wachtmeister Doughtys Tagebuch. Gebietsfortschritt betrachten. Das hatte ich gerade geöffnet. Ach. Ach so, das ist für die Schlachten um die Städte scheinbar. Ah ja, okay. Also, wir sollen Felsbrocken aus dem Stein sammeln und Holz müssen wir sammeln. Da haben wir gerade 18 von 40. Jetzt muss ich mal schauen, wo ist die andere Aufgabe? Angeln mit Schilden. Ja, das heißt, im Endeffekt müssen wir jetzt erstmal raus aus der Stadt. Raus aus der Stadt und einiges. Und einiges farmen. So, und ich wundere, falls es knarzt. Ich habe gerade ein bisschen das Mikro anders gerückt. So. Das sieht so schön aus. Jetzt auch, wo wir das hier mal alles draußen bei Tag sehen. Das kennen wir ja so noch gar nicht. Oh, guck mal. Da rennen Wölfe rum. Nasspelzwölfe. Ich weiß es nicht, ob man die direkt häuten kann, wenn jemand anderes sie umgehauen hat, oder ob die eine Weile gesperrt sind für die Person, die sie auch wirklich umgebracht hat. Das weiß ich nicht. Ich fände es eigentlich ganz gut, wenn man die anderen nicht sofort wegklauen könnte. Aber hier stand jetzt auch niemand drumrum, deswegen hätte ich das jetzt auch nicht unbedingt machen wollen. Also, wenn jemand hier steht, dann hat der auch das Recht darauf, seine Beute zu bekommen, finde ich. Aber wie gesagt, da stand halt niemand mehr drumrum. Und wir müssen ja noch Leder sammeln. Warte mal, müssen wir? Nein, müssen wir gar nicht. Wir haben das Leder schon. Das Leder ist das Einzige, was wir schon haben. Ach, ich bin mal wieder... Bin mal wieder verpeilt. Aber hier, guck. Keine Hacke ausgerüstet. Jetzt aber und dann noch die Axt rein. So. Oh, guck mal. Das dauert tatsächlich ziemlich lange, bis wir so einen Felsbrocken abgebaut haben. Ich bin mal gespannt, wie viel wir aus einem so einem Brocken rausbekommen. 12. Okay, das ist heftig. Das ist jetzt nicht so allzu viel gewesen, ehrlich gesagt. Oh,
Holzfällerei auf 50. Oh. Das ist aber auch kein normaler Wolf. Na gut, was ist hier schon normal? Was ist hier schon normal? Ist wahrscheinlich alles von Verderbnis erfüllt. So. Ich werde hier trotzdem mal wieder fleißig weiter Leder sammeln, weil wenn wir das abgegeben haben, das kann ja auch nicht schaden. Also ich weiß jetzt nicht, ob wir es abgeben müssen oder ob wir das jetzt hier nur als Sammelaufgabe haben, aber, ne? Busch. So, da kriegen wir auch Holz draus. Guck mal hier, junger Baum. Den können wir fällen, um unsere Holzfällerfähigkeit zu verbessern, damit wir auch die großen fällen können. Hatte jemand einen Heilsbell auf uns gewirkt oder war das jetzt, weil wir einen jungen Baum abholzen? Ich glaube, das kam vom Abholzen. Oder? Nö, jetzt haben wir es nicht. Vielleicht ist es auch Zufall? Ich weiß es nicht. Aber wie cool, dass sie sich anhört, wenn man auf den Baum draufhaut und wieder so ein bisschen hallt. Mega gut. Also, ach guck, und wie man das ja auch bei anderen sieht, wenn sie einen Baum fällen. Ich finde es einfach richtig gut gemacht. Also es ist echt, ich würde gerne so viel das Spiel spielen, auch außerhalb der Aufnahmen, aber ich will mich auch nicht spoilern, weil so lange ist es ja auch gar nicht mehr hin, bis es dann rauskommt. Und deswegen möchte ich mir einfach auch nicht zu viel vorwegnehmen. Aber das wird schon ein bisschen schwierig zu warten, bis es dann letzten Endes da ist. Sag ich ehrlich, wie es ist. Gescheckter Hase. So, wir brauchen noch mehr Steine. Deutlich mehr Steine. Und da macht noch jemand gerade die Aufgabe. Da hinten. Oh, oh, oh. Der hat aber einen großen Stein gefunden. So, 24 von 40. Guck mal, auch schön, wie das aussieht hier mit den Blumen. Und ach. Also das ist echt mal so ein Open-World-Mittelalter-Spiel nach meinem Geschmack. Also ich finde, ich weiß gar nicht mehr, hatte ich das hier schon mal gesagt in einer der Folgen oder hatte ich das bei mir auf dem Discord geschrieben? Den ihr übrigens, falls ihr Interesse habt, auch in der Videobeschreibung verlinkt findet. Ich finde so vom Setting her... Aua! Dankeschön. Ich finde so vom Setting her, auch von den Waffen her, weil man ja auch hier mit Musketen und sowas kämpfen kann, erinnert mich das Spiel so ein bisschen an Greedfall, falls ihr das kennt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das kennt und wenn ja, ob ihr den Vergleich so, wie gesagt, zumindest vom Setting passend findet oder ob ihr das jetzt eher mit was ganz anderem vergleichen würdet. Würde mich mal interessieren. So. Nasspelzschlucht. Ah! Die galt es zu finden. Wie wir jetzt unsere Waffe wechseln, dass wir mit dem Bogen kämpfen können, ich habe keine Ahnung. Kann man hier eigentlich auch vom Baum erschlagen werden? Ehrlich gesagt, interessiert es mich, aber ich möchte es nicht ausprobieren. Da unten irgendwo am Ufer können wir die andere Aufgabe noch abschließen. Die würde ich gern auch noch machen. Ich bin immer eher so ein Mensch in MMOs. Ich mache mal lieber ganz gerne alle Quests, die ich habe, auf einmal und gebe sie dann auch alle auf einmal ab. Aua. Anstatt, dass ich eine mache, zurücklaufe, die nächste mache, zurücklaufe. Oh, Level 8. Nice. Hallo,
Ich bin Angelmeister Shields. Hallo, ich bin Eskadrin. Ahoi! Vor den Abenteuern und dem Ruhm musst du erst noch lernen, wie man sich mit den Früchten des Meeres den Magen füllt. Zunächst brauchst du einen Köder. Wo bekomme ich Köder her? Einer der am einfachsten zu findenden Köder sind Asseln. Das sind kleine Krabbeltiere, die in Büschen leben. Den Rest kannst du auf zahlreichen anderen Wegen finden. Okay. Asseln locken größere Fische an. Und glaub mir, auf die Größe kommt es an. Außerdem möchte ich dir noch ein paar Grundlagen beibringen. That's what he said. So, jetzt haben wir die Angel bekommen. Was macht das Angeln? Was soll ich jetzt machen? Schreiten wir sofort zur Tat. Beim Angeln geht's um drei einfache Dinge. Auswerfen, beißen lassen und dann einholen. Es mag zwar etwas dauern, bis du den Dreh raus hast, aber danach kannst du Stunden damit verbringen. Was soll ich danach tun? Wenn du drei Fische fangen kannst, zeig sie Ruby in Immerfall, damit sie sieht, was der alte Shields dir beigebracht hat. Immerfall, so so. Also erstmal muss ich jetzt die Angel ausrüsten. Zack. Und da stehen sie alle und angeln. Brot als Köder, das Lieblingsnahrungsmittel. Ich denke schon, dass es viele Unterschiede zwischen Menschen und Fischen gibt. Wenn also Angelgroßmeister Machera sagt, dass wir uns ähnlich sind, könnte das daran liegen, dass er etwas speziell ist. Aber in einer Sache hat er recht. Menschen und Fische mögen beide Brot. Ich habe schon oft bemerkt, dass hochwertigere Fische meinen Schwimmer begutachten, wenn ich Brot als Köder verwende. Um das zu sehen, muss man nicht eins mit dem Meer sein. Ja, und wie angeln wir jetzt? Wie werfe ich meine Angel aus? F3. Habt ihr es gerade eben gesehen? Wir sehen auch, wie tief das Wasser ist. Ah, wir müssen immer dann, wenn es rot ist, dürfen wir nicht anziehen, die Angel. Ha! Kleiner Lachs. Oh, kleiner Lachs, das war ganz schön groß, der kleine Lachs. Kann ich auch vom Ufer aus angeln? Ja, das scheint auch zu gehen. Ja, wir können jetzt noch einen Köder anbringen. Wir haben ja Asseln. Bringen wir den Köder mal an. Okay, hätte weiter sein können. Kann ich eigentlich auch angeln ohne? Ah ne, dann sehe ich das Interface nicht. Ah ja. So, jetzt stoppen. Jetzt wieder ziehen. Guckt mal, wie das Wasser da oben dran blubbert. Auch wieder nur Mittel. Da war ich doch eigentlich fast ganz oben dran. Oh, das war zu früh. Ist an der Stelle echt 11,9 Meter tief? Dann scheint sie aber ganz schön abzugehen, direkt hinter dem Flachen hier. Das scheint ein bisschen was Größeres zu sein. Ha! Mittelgroßer Barsch. Guck mal da. Ja, der war jetzt aber schon echt ziemlich groß, würde ich sagen. Yay!
können wir ein paar Punkte verteilen. Aber ihr Lieben, ich würde sagen, das war's für heute erstmal. Beim nächsten Mal geht's dann weiter, dann geben wir die Quests noch ab. Vielleicht sehen wir auch noch das nächste Dorf. Ich denke schon, dass wir das noch hinbekommen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Ich muss mal schauen, wann jetzt die letzte Folge kommt. Damit ihr es nicht verpasst, am besten kostenlos abonnieren. Nein, das soll kein Bait sein hier. Kein Köder, kein Angelköder. Aber ich weiß es tatsächlich gerade noch nicht genau, wann die zweite Folge kommt. Auch wenn ich es jetzt gleich direkt im Anschluss aufnehme, muss ich so ein bisschen mit meinem Plan abpassen. Also, zeigt mir doch mit einem Daumen nach oben, ob es euch gefallen hat heute, ob euch das Spiel gefällt. Schreibt es natürlich gerne auch in die Kommentare und dann macht's gut. Bis zur nächsten und vorerst letzten Folge von New World hier aus der Closed Beta, bevor es dann Ende August released wird. Bis dahin. Tschüss.